Nicht-Klatscherinnen. Willkommen auch zu Hause vor den Fernsehgeräten. Sie rhythmische Klatscher und Klatscherinnen. Klatschen's nur. Ja? Sie haben allen Grund dazu. Wir sind ja wieder in Baden mit hervorragenden Gästen. Hier und heute trifft Musical auf Wienerlied. Könnte man leicht vereinfacht sagen, aber wir reden mit den Leitern und schauen, was da los ist. Apropos, was da los ist, jetzt hört's schon auf zum Klatschen. Auf was warten wir eigentlich noch? Ha? Achso! Lass uns endlich loslegen, machen wir sonst wieder Nonche. Singen mit Gefühl, lachen mit Herz. Red und trink und denk mit Kultur. Merkt man gleich, was los ist bei so einem Musical-Aufgang, oder? Das ist ja gleich ganz was anderes von der Stimmung her, also wenn Sie mich fragen. Ich freue mich sehr, dass Sie da als Musical-Sängerin, Tänzerin, sie kann alles, Damen und Herren. Ich will mich gar nicht aufhalten, ich will mit ihr reden. Großen Applaus für Eva Maria Marey! Die lieben dich. Dankeschön. Ja, aber ich habe richtig jetzt eine Gänsehaut gekriegt. Kannst du den deutschen Text noch vom Original? Wir haben immer gesungen, Beine breit, okay. Manchmal in der Nacht. Das ist aber nicht der offizielle Text. Der offizielle, wir haben gesagt, das traust du nie. Dann haben sie halt 3 von 20 Ensemblemitgliedern gesungen. Wirklich? Der richtige Text kennt. Sei bereit, also. Manchmal in der Nacht fühle ich mich einsam und traurig und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Um was es geht. Ja. Tanz der Vampire. Ja. Ja. Du, bevor ich dir, was willst du trinken? Weil ich bin jetzt Barfrau und alles in an, lege ich dir den Gegenstand. Ja, jeder kriegt immer einen Gegenstand, wo er, während ich das Getränk ausschenke, drüber sinnieren kann, warum das schon der Gegenstand ich ist. Ich weiß schon, warum du mit den herlegst. Wasser oder? Aber Mineralwasser, ja, sehr bitte. Gerne. Ja? Warum lege ich dir das her? Na, ich habe, das war jahrelang mein Mikro, sowas. Das ja? War eigentlich... Eigentlich haben sie mir noch beim Musical in sowas einsingen lassen. Wirklich? Ja, ich habe so getan, als wäre das ein Mikrofon. Als vom, Kind? Als Kind. Und habe damals ABBA, ich bin immer noch ein riesiger ABBA-Fan. Und Lena Zavaroni, ich weiß nicht, ob die jemand noch kennt, die Lena Zavaroni. Das war damals ein Kinder, das war ein Kinderstar. Ah. Sie dürfte circa gleich alt gewesen sein wie ich. Ja. 70er Jahren. Und auf die waren wir ganz narrisch. Des letzten Jahrhunderts. Und die habe ich immer nachgemacht vom Spiegel. Da habe ich in sowas reingesungen. Ja, und ja. Ich habe gehört, du hast auch deshalb in sowas reingesungen, weil deine Eltern die in den Keller verbannt haben, weil sie nicht so gern singen gehört haben. Stimmt das? Ja. Man merkt es mir nicht an, aber ich bin im Keller aufgewachsen. Ich habe im Keller ein Spielzimmer gehabt. Mhm. Dort habe ich mich austoben dürfen und dort waren halt meine Spielsachen. Dort habe ich halt alles gehabt, was ich so brauche. Und es hat sich mit den Jahren natürlich von, ist das so, über Barbie-Puppen dann zum Schallplattenspieler und zum Mikro und so, das hat sich dann ein bisschen... Ja, aber dann hast du ein echtes auch noch gekriegt. Dann, später habe ich ein echtes. Obwohl, ich habe auch gelesen, deine Söhne, deine beiden, waren dann auch oft froh, wenn sie denn die Rundbürste singen jetzt daheim. Naja, mittlerweile singe ich, ich darf zu Hause nicht mehr singen. Ich darf nur wirklich üben und proben und so, wenn ich allein bin, ja.
Also meine Zipsi, das ist peinlich. Offensichtlich ist es peinlich. Das hört sich auch wieder auf. Aber ich sage immer, für das Peinliche werde ich bezahlt. Das ist mein Beruf, für das peinlich zu sein. Für das Skikurs, für das Peinliche von der Mama. Dass die Mama sie zum Trottel macht. Dafür. Ja. Aber du bist eigentlich, sagst du von dir selber, als Burgenländerin natürlich mit Schlager aufgewachsen. Also deine Eltern, weiß nicht, Radio Burgenland, in der Früh bis auf die Nacht oder spezielle Schlagerplatten aufgelegt? Auch beides. Also Im Radio war es Radio Burgenland, eh klar, auch heute noch. Und dann die Schlager und natürlich als burgenländische Kroatin habe ich kroatische Volkslieder gehört. Und beim Geschirrwaschen und beim Putzen ist immer gesungen worden. Meine Mutter hat zwei Schwestern, meine Oma und die drei Schwestern und ich, was fünf Frauen in der Küche, die beim Geschirrabwaschen gesungen haben. Natürlich mehrstimmig. Ja, der erste gleich im Hintergrund. Oh. Sind ein paar neidig, dass sie nicht so viele Verwandte haben, mit die Singer kennen. Nein, ich glaube, sie waren traurig, dass wir keinen Geschirrspüler gehabt haben. beim Geschirrabwaschen. Oh, dann geht die Oma. Die Oma, da sind sie gestanden. Im Burgenland haben sie so keinen Geschirrspüler gehabt. Mit den Kopftüchern. Ja, so steht man sich das vor. Aber so haben wir wirklich tatsächlich. Und meine Tante und meine Mutter haben in der Kirche immer bei Hochzeiten gesungen. Da gibt es ja wunderschöne Hochzeitslieder und so. Also das war, ich habe eigentlich, Musik war ständig um. Obwohl burgenländische Hochzeiten, bist du narrisch? Ich war einmal dabei. Ja, bei der Hochzeit sind's noch nüchtern. In der Kirche sind's noch nüchtern, okay. Die meisten zumindest. Ja, aber die Singerei, du hast auch gesungen bei der Hochzeit von der Barbara Karlich, habe ich auch gelesen. Auch bei vielen Hochzeiten. Ja, du bist Hochzeitssängerin auch, als 24. Stand. Ja, also ich... Bei Bar Mitzvahs und Taufen singe ich auch noch. Ja, brav. Aber du war dann mit diesem Musical-Ding relativ schnell klar, das geht sich aus, das möchte ich gern machen. Und trotzdem, nachdem so die ersten Erfolge waren, eben Tanz der Vampire, haben wir schon gesagt, du hast ja dann noch mehrere Musicals gespielt. Dann bis Barbarella war dann so das Letzte, wo ich das nicht so in Erinnerung habe. Und dann war es da Fahrt oder hast du gedacht, ich möchte was anderes? Ja, naja, ich hatte dann irgendwann das Gefühl, nach 10 Jahren im Musical-Geschäft, bei mir, es zieht links und rechts, passiert Leben. Und ich versahm alles, weil ich jeden Abend ins Theater gegangen bin. So sehr ich es geliebt habe, war es aber dann doch, da waren eben Hochzeiten und Geburtstagsfeiern. Ich konnte nie irgendwo teilnehmen, weil ich immer am Abend ins Theater habe gehen müssen. Ja. Mich haben andere Theaterstücke, Sprechtheater hat mich interessiert. Ich habe ihn nicht kennen, weil ich immer am Abend selbst arbeiten habe müssen. Also das ist ein richtiger Hocken. Eigentlich. Das ist ein Hocken. Ja, die Leute stehen sich wirklich ein Hocken. Ja, und jetzt kannst du dich wieder künstlerisch machen. Nein, es ist ausgehen. Ein Hocken, weil da, wo die anderen dann fortgehen und ihren Spaß haben, sind ja wir dann die gewesen, die den Spaß machen. Es ist halt nicht für anders, ja, aber tagsüber arbeitet der normale Mensch. Der normale Mensch. Ich habe halt geschlafen und dann war ich im Fitnessstudio. Ja. Und dann am Abend bin ich dann singen gegangen. Und nach Barbarella hast du gedacht, ich mache was anderes. Na, und irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, es passiert so viel um mich herum und ich versäum's so viel. Ja. Ja. Kurz gesagt, ich bin in die Selbstständigkeit gegangen. Ja, wenn nichts da ist, wird man selbstständig. Ja, wenn nichts da ist, ist man selbstständig. Und das hat sich aber auch jetzt, da muss man voll klopfen, auch jetzt seit 15 Jahren bewährt, so geht's einmal. Du, eine Geschichte ist natürlich für alle auch, die ein bisschen zu stöbern und schauen. Du warst in Ghana, du bist mit einer Freundin nach Ghana gekommen, um dort, was war eigentlich der Grundplan? Also quasi, ich fahre mit der Freundin nach Ghana, weil... Die hat dort gelebt, die hat dort hingeheiratet. Ja. Das war eine Wienerin, also die Mama aus Wien, der Papa aus Frankreich. Und die war wieder mal in Wien, ihr Mama besuchen hier und hat gesagt, ich komme besuchen. So, ja, gern, sicher. Und dann hat sie mir gesagt, wo sie wohnt. Also ich glaube, du musst nur nach Floridsdorf rausfahren. Ja, ich habe gedacht, die muss was so in Misselbach oder was. Ja. Also hat gesagt, wo sie wohnt, in Accra, in der Hauptstadt von Ghana. Das war nur irgendwie... Ich habe nur Negatives eigentlich verbunden, nur schreckliche Sachen mit Afrika verbunden. Und war natürlich dann auch wirklich der einzige Trottel, der dann im Flieger, das heißt, wir bitte machen Sie sich bereit zum Landeanflug, bin ich aufs Klo gegangen im Flugzeug und haben so eine ganze Dose Autan. über damit mich, ja keiner mehr kommt? Oder? Nein, jetzt nicht Menschen, sondern ich dachte, ich steige aus. Ja, und werd von der ZZ-Fliege in der Sekunde gestochen, krieg eine letale Malaria und aus ist mit mir. Ja, so, und mit dieser Art von Vorfreude, mit wahnsinniger Lebensangst vermischt hat, bin ich dort gelandet. Ja. Und dann war das für mich einfach, also diese, ich war das erste Mal, weil ich 5,5 Wochen dort. Und die gehören zu den schönsten 5,5 Wochen in meinem Leben. Ich sage immer, wir haben die Uhr und die Afrikaner haben die Zeit. Ist es so? Das ist so. Ja.
Der Autobusfahrt übrigens, sehr, auch für jetzt diese Klimadiskussion, ja, der Autobusfahrt erst dann, wenn er voll ist. Wirklich? Wie viele Leute passen da rein? Ein Autobus, nur 50, 60, ein normaler Autobus. Ja. Ja. Ein riesiger Busbahnhof. Ja. Wo fahren sie hin? Du dann dorthin, du setzt dich mal rein und ich bin dort manchmal 2 Stunden als Einzige in dem Bus gesessen. Wirklich? Weil ja die Zeit. Und ich habe mich nicht weggetraut. Ja. Und dann kommt er mit einem Schlag, kommen 40 Leute mit Händeln, mit Ziegen, mit Tischi, steigen mit allem in diesen Bus ein und dann geht's los. Dann ist Abfahrt. Also das ist sehr klimaschonend. Ja, aber gibt es tatsächlich viel Leute, obwohl du so viel magst, Musik, Bücher schreiben, Kabarettprogramme, gibt es wirklich Leute, die wirklich glauben, Eva-Maria Marold ist die immer die zweite von links bei Was gibt es Neues ist und sonst eigentlich weiß ich nicht, was die so tut. Ja, wirklich. Also bist du öfters damit konfrontiert? Ich werde, also wenn ich meine Soloabende spiele und da mache ich auch Verschiedenstes, ja, und es wird aber immer gesungen, weil ich das einfach gern mache. Ja. Und ich merke immer an den Reaktionen vom Publikum dann danach, dass sie total erstaunt sind und erfreut, dass ich singen kann. Die kann eh was! Ich finde es in Ordnung, ja. Nein, ich finde es, weil der Überraschungseffekt ist auf meiner Seite und mir ist lieber umgekehrt, weißt du? Mir ist lieber, sie nicht das Glauben, ich kann singen und dann denken sie, doch nicht. Gescheiter, doch, sie erzählt Witz. Ja. Also mir ist umgekehrt, es ist gescheiter, du wirst unterschätzt als überschätzt, da ist der Druck ein bisschen weniger. Ist als Frau eh öfters der Fall. Du, natürlich Gesang. Bei dir ist sicher schwer. Hast du lange überlegt, was du mit uns singen willst? Also ich habe wirklich querbeet Musik zu Hause. Ja, und höre halt immer wieder, und jetzt ist so gerade so eine Phase, wo ich Janis Joplin, Elvis Presley, Tina Turner, solche Leute wieder her. Ja. Siehst du das? Und nicht nur Frau Eva-Maria Marold hat Musik zu Hause, sondern sie jetzt auch gleich. Sie haben jetzt auch gleich Musik zu Hause. Aber ich habe CDs. Ja. Auch. Richtig haptisch. Aber die hören Sie jetzt nicht, jetzt hören Sie live zu. Kann USB-Stick oder? Wir singen, Damen und Herren, Eva-Maria Marold. We can't.
Marie Scholl! Dankeschön! Manchmal kann man es auch ein bisschen ruhiger angehen, auch in einer Late-Night-Unterhaltungssendung. Denn der Herr, der jetzt kommt, ist mit diesem Lied ein Teil von Muttertag geworden. Also nicht vom Muttertag an sich, sondern vom Film, den wir jeden Muttertag sehen dürfen. Da singt er das Lied mit den Kollegen. Und er hat aber ganz viel andere Sachen noch gemacht. Und darum habe ich mir gedacht, ist es höchste Zeit, ihn einzuladen. Damen und Herren, großen Applaus für Roland Neubier. Was für eine Freude. Vorsicht, die haben da eine fiese Stufe eingebaut. Sie kümmert sich drum. Aber wir haben nicht nur eine fiese Stufe eingebaut. Lieber Roland, auch du bekommst einen Gegenstand, über den du nachdenken kannst, warum wir dir eine, ich hüft ein bisschen, Dampflok. Sehr böse. Ich finde gar nicht so böse. Vielleicht erzählst du jetzt was, was ich gar nicht weiß. Weil so viel Rauch, ne? Nein, da gibt es eine Kindheitsgeschichte von dir. Ach so. Da gibt es eine Kindheitsgeschichte von dir. Von mir? Ja. Magst du den Achterl weiß haben? Ja, ich habe eh schon gesucht. Na, da ist er. Schau, ich nehme mir auch einen. Frau Marold, vielleicht? Jetzt gern. Ja, bitte, ja, bitte. Jetzt, die Dampflok-Geschichte. Bitte sehr. Hast du das noch als Kind? Das heißt, ich soll jetzt meine Plaudertasche auspacken. Ja, das ist eine Talksendung. Da kannst du nicht nur schön sitzen. Da musst du reden auch mit uns. Es hilft nichts. Das habe ich befürchtet. Ja. Schieß los! Ich war da ein ganz kleiner Bub, glaube nicht einmal in der Schule. Fünf, sechs. Nein, mit fünf bin ich schon in die Schule gekommen. Früher. Deswegen bin ich ja dann sitzen geblieben in der dritten Volksschule. Also, doch, das muss ich wieder irgendwie einkriegen. Aber um diese Zeit hat mir ein Onkel einen Mundharmoniker geschenkt. Der hat geheißen, der gute Kamerad. Ja, da war so eine schöne Landschaft drauf. Und ich es aufgemacht habe, immer so gut gerochen, weißt? Wie ein Museumsstück, nicht? Ein Kitsch halt, nicht? Das war in Floridsdorf damals so, Kitsch, nicht? Wie auch der Rundfunk, immer, nicht? Unerträglich, nicht? Und schon als Fünfjähriger ist dir das aufgefallen? Nachdem ich diese Geschmacksbildung mitbekommen habe, des österreichischen Rundfunks damals, habe ich immer so Musiken zum Städtler hinausgespielt, nicht? Mit dem, nicht? So waren meine ersten musikalischen Fußstapfen, quasi. Und da habe ich mich immer, am liebsten habe ich gespielt, auf der Eisenbahnbrücke in Floridsdorf, genau, wenn die Dampflok drunter gefahren ist, da habe ich mich einnebeln lassen, habe dann Musiken zum Städtler, glaube ich, gespielt. Ganz laut und wild, beschreibst du es. Ja? Und ich glaube, da muss ein bisschen Nikotin in dem Rauch drin sein, weil ich bin ziemlich bald süchtig geworden. Ja, als Sechsjähriger dann. Aber quasi eine gute Erinnerung, Jedlesea-Brücken oder was war das damals? Ja. Ja. Du bist der Floridsdorfer, den sie dann irgendwie nach Kernals umgesetzt haben? Nein, ich habe nur die Nachkriegszeit erlebt, also mit den zerbombten Häusern. Das war sehr gruselig und wirklich sehr, aber auch sehr fantasiebildend, weil da hat es so viele verrückte Leute gegeben, nicht? Die halt kriegsgeschädigt waren irgendwie, nicht? Und auch den Krötenschlitz hat es gegeben vom Überschwemmungsgebiet, nicht? Der hat einfach in diesen Bombentrichtern, da hat sich so, wenn das Hochwasser zurückgegangen ist, haben sie da so Locken gebildet, so kleine Tümpel, und da haben sie die Kröten gesammelt, die Unken und so weiter, und dort so einer mit einem langen Mantel, mit so einem schlappigen, grauen Hut, ist da gestanden, mit einem Schnierl in der Hand. Und da ist eine Reisbürste dran gewesen, die ist geschwommen. Da haben sie die Kroten aufgesetzt, die Frösche. Dann hat er das an Land gezogen, ist kein Witz, bitte. Das ist, ich meine, das muss da mal kommen. Ich schwöre.
Und dann hat er es an Land gezogen, da sind sitzen geblieben, diese Viecher, und hat es mit dem Grotenfeidel, das ist so ein billiges Taschenmesser gewesen, also, jetzt hat man um 2 Schilling gekriegt. Oh, wollen wir es weiterhören? Auf! Ja, ja, das ist ja eine Tierschutzsendung, oder? Nicht? Ja. Und der hat er aufgeschlitzt. Und wir natürlich, so eine, der Rostige, der kleine Willi, nicht, der Rothaarige, hat gesagt, was machst du denn da? Er sagt, ich bin der Grotenschlitzer von Floridsdorf. So bin ich aufgewachsen. Also braucht sich keiner wundern, wenn ich vielleicht einmal seltsam oder so bin. Nein, also, jetzt, was du ihm so beschrieben hast, mit Hut und so die Gestalt, weiß man irgendwie vielleicht, wo das Teil auch herkommt, oder so vom Grotenschlitzer. Hat dich das damals aber nicht, wir vergessen, hast du dich nicht gefürchtet oder so? Oder war das irgendwie spannend als Kind, diese Orgenleid? Das ist etwas aufgesogen irgendwie, nicht? Deswegen habe ich dann später auch, wie dann, das hat eh lang gebraucht, professioneller Musiker geworden bin, so grausliche Lieder auch geschrieben, nicht? Die sind von woher gekommen? Genau. Ja, nicht? Vom Krückenschlitzer zum Beispiel. Ja, oder von der Mumie. Im Erdgeschoss hat die Mumie gehabt. Das war ein vollkommen einbandagierter Mann. Der hat so mit so großen Pantoffeln, weil er sonst nicht reingepasst hätte, nicht? Ist er so geschliffen über den Gang, also im Halbdunkel, so immer aufs Klo. Das Klo war ja draußen immer am Gang. Ja, ist immer so, sch, sch, sch. Das war unglaublich. Wir haben nicht die Brader gehen brauchen, die Geister. Ja. Das war alles vor der Haustüre im wahrsten Sinne des Wortes. In der Haustüre. In der Haustüre teilweise. Aber quasi Floridsdorf, dann seid ihr nachher Neues gezogen? War das dann quasi... Ich bin schon mit, wie 7 war ich schon nachher Neues gekommen. Eine andere Gegend, ja. Dann, auch vom Gefühl das her? Das war unglaublich. Das ist der Sonnenschein gewesen, mit einer wirklich? Kastanienallee. Man hat auf die Weinberge gesehen, das war die Schrammelgegend, nicht? Ja. Vis-à-vis von deinem Haus, bist du erst später drauf gekommen, hat einer von den Schrammeln gewohnt. Wieso weißt du das? Naja, du hast die Sendung noch nicht aufgesetzt. Ich weiß sowas. Hast du deine Spitzel ausgeschickt? Ja, ich habe meine Spitzel ausgeschickt, ein Heer von. Er hat im selben Stockwerk gewohnt. Ja. Also in einem, wir haben in der Gemeinde, in der neuen Gemeindebau gewohnt, damals neu, heute schäbig. Nicht? Wenn ja alle neuen Sachen, nicht mit Würde alt, sondern schäbig, wie man weiß. Und vis-à-vis der alte Gemeindebau, also aus den 20er Jahren. Nicht? Und im selben Stockwerk, im dritten nämlich, hat der Anton Strohmeier gewohnt. Der war der Originalgitarrist, der Original Schrammeln. Aber man merkt schon so, dieses Krötenschlitz-Geschichte bei der Dampflok gespielt, also irgendwie das Bild Roland Neuwirth und was er später gemacht hat, setzt sich natürlich schon aus diesen Kindheitserfahrungen zusammen. Aber trotzdem bist du nicht gleich Gitarrist geworden, sondern hast dich vorher noch einen, wie es deine Familie gemeint hat, anständigen Beruf mit Zukunft hingewendet. Ja, und ich weiß mehr wie ich. Ja, und hast Schriftsetzer gelernt. Habe ich, ja, was Sicheres. Du musst einen sicheren Beruf, haben sie gesagt, nicht Musiker, einen sicheren Beruf. Und da bist du so gut in Deutsch, nicht? Mach doch Schriftsetzer. Und der sichere Beruf ist seit 50 Jahren ausgestorben. Ja, ja, deswegen, ja, so ganz oft sein wird, die sichere Berufe. Ja, muss man sagen. Für deine danke. Das fandst du eine gute Geschichte zuerst spielen, sind noch. Aber die Orgentypen hast du dort dann auch gleich wieder getroffen. Weil du hast gesagt, bei den Schriftsetzern, du hast ja gearbeitet, was ja quasi so klingt, wie wenn er es ausgedacht hätte. Ich habe es ja lange nicht geglaubt, dass du dann wirklich nur Batezetteln gedruckt hast. Ja. Wirklich. Das ist mein Schicksal scheinbar. Da war ebenerdig am Megazi-Platz im 12. Wie gesagt, war so eine komische Bude, die das Fenster offen gehabt und da sind so komische Galgenvögel drin gesessen mit den Winkelhocken, mit den Bleilettern. Nicht? Und hinterm Setzkasten, wo die Buchstaben drin waren, da war es so schräg aufschaut, ist der Doppelliter gestanden. Und ich dachte, das ist aber gemütlich. Nicht? Dann bin ich ins Gespräch gekommen, nicht? Da bin ich drauf gekommen, dass die einfach wahrscheinlich getrunken haben, weil sie den ganzen Tag in tiefer Trauer gegeben, wie Kant gesetzt haben. Nicht? Ja. Das ist ein totaler Wahnsinn. Aber ich habe das aushalten müssen, so 3-4 Jahre locker. 5 vielleicht sogar. Ausgehalten müssen deshalb, weil der Hansi Dulmitsch
ein Freund von dir, damals auch Gitarrist, schon studiert hat, der gesagt hat, geh komm jetzt, du doch nur Gitarre spielen, und hat dich ein bisschen angestachelt, dass ich war tief unglücklich, nicht? Ja. Ich bin schon wirklich, ich war sehr depressiv, aber nicht wegen der Party, sondern überhaupt, dass ich das machen muss, das hat mich echt nicht gefreut, weil ich immer gedacht habe, ich was mit Deutsch zu tun und nicht immer nur mit tiefer Trauer, nicht? Das habe ich schon auswendig kennt, nicht? Ich mein, und ich bin ja eh am Abend immer in die Jazzclubs herumgehängt und habe gespielt. Nicht? Ich war in einer Jazzformation gespielt, Kontrabass, als mögliche Dixieland-Jazz sogar ich gemacht und Swing und was der Teufel war. Ich habe meine eigene Bluesgruppe gehabt mit einem Enkel und sogar. Ja, und bei so einer Blues-Session habe ich den Hansi Dulmitsch getroffen und habe ich mein Leid geklagt. Und da hat er gemeint, du nicht blöd jammern, komm an unsere Hochschule, an die Musikhochschule. Sag ich, bist du nahe, ich kann keine einzige Noten lesen. Nicht? Das war entsetzlich. Aber 8 Stunden oder 9 Stunden täglich geübt und mir blutig gespielt, nur dass ich da ja rauskomme und eine komme in die Hochschule. Und dann habe ich das Gott sei Dank geschafft, habe das abgeschlossen. Dann habe ich in Baden unterrichtet, als Gitarrenlehrer und Ensembleleiter oder so ähnlich. Da hat es eine Schulband gegeben und da war eine gewisse Birgit Denk, meine Schülerin. Ja, Herr Professor, Herr Professor. Ja. Der Herr Professor. Der hat damals recht gut gesungen. Ja, ja, das hast du mir auch gesagt, ja, damals. Das war sehr wichtig. War ich schuld an dem Ganzen? Wahrscheinlich schon. Eigentlich sollte man es jetzt in den Armen liegen. Nein, aber du warst schon Prost. Wichtig. Ja? Auf das sehr trinke wichtig. Ich aber schon. Ja, Prost. Ja, danke. Deine vielmals. Den trinken. Ja, das trinken wir. Das klingt sehr gut. Aber das Unterrichten war ja dann also eine Zwischenstation, weil ich kann mich erinnern, wie du mich noch unterrichtetest. War ja schon so, da hast du schon die Extremschrammeln gehabt. Ihr habt ja schon extrem geschrammelt. Längst. Jetzt fehlt uns kurz, weil das ist schon interessant, wenn der einer quasi so American Blues spielt, wie du zuerst am Anfang. Wie kommt man dann zum Wienerlied? Naja, es war so, dass ich eine Identitätskrise gehabt habe, einfach eine schwere. Und bin dann draufgekommen, dass ich nicht born in Chicago, sondern in Floridsdorf bin. Verdammt, das lässt sich nicht ausmerzen. Und da denke ich mir, da gibt es ja auch eine bodenständige Musik, nicht? Die die Seele trägt. Und bin dann draufgekommen, weil ich immer schon die Nagel male. Ich war ein großer Jimi Hendrix-Fan. Ich habe ihn live im Konzerthaus gehört. Bin in der 6. Reihe gesessen. Ich habe ihn gehört und 3 Tage später nichts mehr gehört, so laut war. Und dann, aber daneben habe ich immer, da war ich der einzige weit und breit, die Nagelmali vergöttert. Eine großartige Sängerin, der Dudeln kennen ist so was wie die, wenn jetzt die Bessie Smith singt oder die Nagelmali, ist für mich ein und dasselbe. Es ist dasselbe Soul da drinnen, ja. Das hat mich so fasziniert. Und dann hat mein Vater gesagt, mach doch gleich ein Schrammelquartett auf. Das war nicht meine Idee, sondern die meines Vaters. Und das war damals so unmöglich, ja, dass es schon wieder hip war. Also dachte, das ist eine gute Idee. Und dann sind wir als Hippies, als Schrammler dort gesessen. Das war ein irrer Auflauf. In alle Zeitungen waren wir sofort drin. Der Schmidhansl ist sogar gekommen. Also unglaublich. Ja, so, das hat dann angefangen. Und sukzessive bin ich halt besser geworden. Und das selbst wahnsinnig viel recherchiert, weil damals hat ja kein Mensch irgendwie mehr circa gewusst, was waren so die Wurzeln, was waren so diese alten Liedtexte, wo kommt das her? Du hast dich ziemlich reingehauen eigentlich damals. Ja, das musste ich, weil die Lieder so unerträglich waren, die damals gesungen worden sind, die waren ja so entsetzlich verlogen und schier, dass ich gesagt habe, das kann es ja nicht sein, nicht? Die Nagelmali sind ganz andere Sachen mal gedacht. Wo sind denn die? Und bin in den Stadtarchiven herum, habe inzwischen Noten lesen gelernt, konnte Partituren lesen, haben wir durch den ganzen Schmolzberg durchgewühlt bis unten zu den Perlen, verstehst? Dann habe ich auf die alten Tanz, bin ich da gestessen, diese göttliche Musik. Das ist wirklich eine, wow. Also kann ich ohne die alten Tanz echt nicht leben. Das ist so wichtig. Das ist unsere Basismusik. Deswegen unterrichte ich es wieder. Ich unterrichte wieder an der Musikuniversität, weil da gibt es keine Klasse für Wiener Musik. Aber ich gesagt, das ist ja, das darf ja nicht wahr sein. Von der Wiener Musikuniversität
da spielen dann die Leute Walz und wissen nicht, wie sie spielen. Das klingt dementsprechend dann. Nicht? Da muss man ja die Geigen unterrichten, dass sie das richtig spielen. Nicht? Also stilistisch meine ich jetzt. So, weil die spielen ja großartig, die Studenten. Nicht? Aber die wissen nicht, wie. Nicht? Weil es ist ja nicht, die lernen alle mögliche Musik, nur die eigene nicht. Mit Karl Ratzer hast du ein Lied aufgenommen, habe ich gehört. Ja, wie kannst du Zusammenarbeit mit Karl Ratzer? Der Jazz-Gitarrist ist weltbekannt. Also in Georgia wissen die Leute genau, wer der Charlie Ratzer ist. Nicht? Bei uns halt wissen es die wenigsten. Dafür kennen sie den Gabalier. Da muss ich gleich einen Mann trinken. Du hast einmal gesagt, am liebsten war es, wenn alle Leute mit 40 auf die Welt kamen und immer 40 bleiben. Das wäre optimal. Optimal. Das gefällt mir auch sehr gut. Da kann ich, das stimmt. So, aber jetzt wird es richtig arg. Jetzt lasse ich unvorbereitete, möglicherweise Menschen hier im Saal, euch Fragen stellen. Nicht indem sie aufstehen, Herr Lehrer, darf ich sprechen? Nein, sondern es wurden Denkzettel ausgefüllt, wo Fragen der Menschen an euch aufgeschrieben sind. Möglicherweise für mich lesbar, wenn nicht, habe ich heute meine Lesebrille unter meiner großen Bar versteckt. Schauen wir mal. Auf alle Fälle, der Groupier wird die Zettel bringen. Denkzettel, großen Applaus. Groupie. Es wird ernst, es kommt ernst. Groupie hast du. Der Groupie. Unser Groupie. Ernst. Hervorragend serviert. Wenn Sie ein Tier wären, Herr Neuwirth, welches wären Sie dann? Was ist mit euch? Das ist eigentlich eine Schweinerei. Nicht? Ja, na, da haben wir das schon. Ein Vogel natürlich. Ein Vogel? Deswegen ist sie keine Händel, man kann nicht meinesgleichen verzehren. Oh. Wie sieht das peinlichste Kostüm Ihrer Karriere aus? Was hast du da müssen? Sicher in der Musical-Ding. Das peinlichste? Ja. Naja, mittlerweile waren es alle peinlich, weil ich immer schwerer zum Einkleiden bin. Wieso? Aber peinlich, ich bin eigentlich in meiner ganzen Karriere entweder in Unterwäsche oder in Nonnentracht aufgetreten. Tatsache. Wirklich? Fakt. Ich bin entweder Dessous angehabt oder war eingemummt, dass gerade... Dazwischen gibt's nichts. Ja, Frau der Extreme. Eindeutig. Und da wundert man sich dann über die Kirchen, nicht? Ja, das gibt's auch. Also Dessous unterm Nonnenkittel, oder wie? Nein, entweder in oder. Das oder so. Das. Nein, entweder oder. Da rennt jetzt die Fantasie spazieren. Also. Was ist das Besondere für Sie an H.C. Atmann? Wir haben ganz kurz nur mehr Zeit. Das kommt neben dem Nonnenkittel, kommt der H.C. Atmann. Das ist typisch alles. Das ist typisch unsere Zeit, weißt du? Ja. Diese Gleichgültigkeit. Ja. Ach, das ist ein Zettel. Was ist für dich das Schönste am H.C. Atmann? Kann man das so sagen? Die Sprache von H.C. Atmann singt. Ja. Der war der Erste, der den Dialekt wirklich zum Klingen gebracht hat, indem er es phonetisch notiert hat. Also, wie man spricht, hat er es aufgeschrieben. Nicht? Also, und es war ein völlig neues Musikerlebnis in der Sprache. Sprache und Musik ist ja eigentlich dasselbe, weil es klingt. Ne? Das hören wir uns jetzt an. Was? Ha, jetzt singen wir was gemeinsam, oder? Ah, du meinst, ja, aber da muss ich was vorausschicken. Na, schick voraus. Weil das ist ja ein ganzer Deppertslierl, nicht? Das darf man nicht vergessen. Warum hast du das Deppertslierl ausgesucht? Naja, aus einem bestimmten Grund, weil dieses Deppertslierl großartig war damals, wie ich Kind war. Da hat es nämlich nur gegeben Lolita mit Seemann, lass das träumen. Und dann hat es gegeben Freddy Quinn, nicht? Ja. Schön war die Zeit, brennend heißer Würstelstand. Ja. Haben wir immer gesungen. Nicht? Aber, die Schallplatte haben wir zu Weihnachten gekriegt. Wirklich? Vor Ärger oder vor Freude? Ich habe diese Schallplatte von Freddy Quinn, wo das oben ist, da war ich 10 Jahre oder so, zu Weihnachten von meiner Oma gekriegt und ich habe geheult. Schenkt mir, darf doch kein 10-jähriges Kind vom Freddy Quinn erschaffen. Die Oma wollte es loswerden. Entschuldigung, dass ich... Ja, es macht nichts. Ich habe immer Odrat, also, wenn ich den gehört habe. Also, Aber warum jetzt das Lied? Ja, plötzlich kam ein Kontrabass, mit Fingerschnippen nur dumm, 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 dumm,
tum, Trailer for sale, all right. Da haben wir da, boah, also sind alle zusammengerannt, die Buben, nicht? So, hast du das schon gehört? Roger Miller, nicht? Das war unglaublich, diese Phrasierung nämlich, nicht? Amerika eben ist plötzlich in dieses zickige, verdeitschte Schlagermilieu da rein. Und das war das Aha-Erlebnis. Deswegen gehen wir mal das Lil, ha? Das sind die schön. Ja, ja. Everybody is schnipping in the house. Da wird uns ein Roland Neuwirth. Trailer for sale or rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets, ain't got no cigarettes. 2 hours of pushing broom by the 8x12 4-bit room. I'm a man of means by no means, king of the road. The boxcar midnight train, destination Bangor, Maine. Old worn out suit and shoes, I don't pay no union dues. I smoke old stogies I found, short but not too big around. I'm a man of means by no means, king of the road. I know every engineer of every train, I know the children and all of their names. I know every handout of every town, and every lock that ain't locked when no one's around. Is Saint Divula, this is my A. Es gibt Gschäde und Depperte. Die Mehrheit ist, glaub ich, naja, das heißt Demokratie. Nix gelernt aus Ibiza, aber die sind ja noch immer da. Wenn die ganze Geschichte ausschaut, da wird man ja rot. Selbst gedichtet, ja, ist mir gewöhnt vom Roland, dass er auch was singt, was man so jetzt nicht gerechnet hat. Aber trotzdem, Damen und Herren, die Sendezeit ist vorbei. Wir werden persönlich noch ein bisschen Spaß haben. Sie zu Hause sicher auch, Ihnen fällt auch etwas ein, was man noch so tun kann um die Uhrzeit. Wir bedanken uns auf alle Fälle bei unseren hervorragenden Gästen für live und bis jetzt. Damen und Herren, großen Applaus für ihn, für den lieben Roland Neuwirth. Komm in unsere Mitte. Damen und Herren, großer Applaus, Eva Maria Marold. Wir bedanken uns bei Alex, Philipp, Harald, Ludwig, meine Band, Denk. Yeah, es war sehr schön. Es hat mich sehr gefreut. Ist ein bisschen flattert, aber es stimmt. Danke, dass Sie bei uns waren. Beim nächsten Mal gerne wieder. Wir lassen Sie ein. Sie uns hoffentlich auch. Mein Name ist Birgit Stenk und ich sage auf Wiedersehen.